Er ist direkt am Egidientorplatz in Hannover und das ist so ein, ja, so ein Nobel-Hightech-Laden halt. So, der hat so damals aus Fiberglas oder was weiß ich, aus was für einem Material, durchsichtig wie Glas halt. Alles vergoldete Anschlüsse, Plattenspieler für 20.000 Mark, Boxen für 30.000 Mark. Und dann halt so von der Optik her immer etwas nobler, extravagant. So hat er auch ein paar Teile von Bang & Olufsen und so. Aber das war schon so das, die klassische Standardvariante. Ansonsten halt noch so Einzelteile, alles Unikate, ne? Alles Sonderanfertigung, ganz gezielte Anlagen. Nur einmal diese Anlage in so einer Verpackung halt. Und unglaublich teuer. Als ich den das erste Mal geklatscht habe, hat er gar nichts geklingelt. Erst bei dem ersten Mal, wo wir da richtig, deswegen haben wir, wollten wir den ja auch machen. So, weil am Anfang war ja immer das Ding so, der liegt so direkt an der Hauptstraße, so wirklich gute Versteckmöglichkeiten gibt es auch nicht, wenn du drin bist und du bist, das ist alles hell erleuchtet da unten. Das ist ein Geschäft mit Nachtbeleuchtung und so. Eigentlich, wenn man da mit dem Auto dran vorbeifährt oder so, dann muss man das fast sehen. Also aus dem Augenwinkel nimmt man dann einfach auch diese Bewegung wahr, weil sonst ist die Straße tot. Und dann im hell beleuchteten Laden. Wir haben das einmal richtig gut organisiert so, und waren gegenüber direkt. Musste es einmal über diese doppelspurige Straße in beide Richtungen, also vier Spuren überqueren. Und gegenüber war direkt so ein kleiner Grünpark. So. Zwischen den Blocks irgendwie. Den gibt es heute nicht mehr. Ich hatte schon geguckt. Den Laden gibt es auch schon ewig nicht mehr. Die Leute können sich kaum noch daran erinnern, dass der mal da war. Wir abgewartet, 1 Uhr, 2 Uhr, erste Mal Nachtstreife fährt dran vorbei, Polizei so. Und dann der erste von den Wach- und Schließgesellschaften. Die haben damals dann noch, wahrscheinlich heute auch noch, dass die dann durch die Einkaufsstraßen oder Verkaufsstraßen oder an bestimmten Stellen ihre Leute mit Fahrrädern losschicken so und die fahren dann die Straßen ab so und kontrollieren die jeweiligen Türen von den Läden oder was auch immer, ob alles okay ist, machen ihre Runde zu Ende und geben dann eine Berichterstattung durch so eben, ne? Und dann kommt das erste Mal, Laden ist ja noch in Ordnung, alles und wir okay, los, alles hinweg, eingeklatscht. Kaum reingegriffen, geht der Alarm los. Zwei Jungs rein, drinnen zusammengepackt, zuerst mal die aus der Auslage, direkt da hinter dem Loch in dem Fenster, alles rausgenommen, die ganzen Bausteine und dann immer zwei, drei Mann geflitzt, zack, und die Bausteine genommen, die Jungs, die drin waren, dann schon rausgegeben, immer wieder so und so, die Kette gemacht, die ganze Zeit. Und ging ruckzuck, waren ja, zwei Drittel der Bausteine oder die Hälfte der Bausteine schon aus dem Laden verschwunden. So, und das sind zwei, drei Aktionen. So, jedes Mal, wenn dann alle draußen waren, dann hat es so eine Minute gedauert, 45 Sekunden gedauert, dann war der Alarm aus. Wir sind erst mal überlegt, Alter, was, wo, weil wir auch nichts gesehen haben, keine Bewegungsmelder, nichts. Und da stand im Schaufenster an der Seite, ja, wie so eine Bang & Olufsen-Anlage im Grunde, aber das sah aus dann wie so ein digitaler Thermometer und so Temperaturanzeige und. So mit so einer schwarzen Scheibe davor, irgendwie so ein hochmodernes Ding. Oh, es war ein Bewegungsmelder, das wussten wir nicht. Erst als wir das dann gerafft haben, so, dann hat er einen Tritt gekriegt. Aber vorher die ganze Zeit, sobald du im Fenster warst, ging der Alarm los. Und dann richtig laut, solange sich was bewegt hat in dem Laden. Ne? Ja, und wir so das dritte, vierte Mal schon drin gewesen und wieder rüber in den Park und die Bausteine schon abgebunkert, so Tüten drüber gezogen, große Tüten drüber gezogen. Und liegen wieder auf der Lauer und gerade Verkehr ist auch gerade irgendwie, fahren einfach Autos vorbei, so kurz gewartet und kommt wieder der Typ von der Wach- und Schließgesellschaft mit seinem Fahrrad. Und sieht das Loch in der Scheibe und da stehen schon Bausteine direkt zum Greifen in der Auslage noch direkt hinter dem Loch und in der Scheibe. Bleibt stehen, guckt sich um, dreht sich um, zack, greift sich zwei Bausteine ab auf seinen Gepäckträger und weg. Mit seinem Fahrrad. Alarm geht natürlich auch los wieder so und wird dann überlegt, ja okay. Dann lass gut sein, das war's für jetzt, weißt du, und dann erstmal abgezogen, so. Bausteine da alle in den Park gebunkert gelassen, so. Und am nächsten Tag dann abgeholt, den Scheiß, ne, mit dem Bulli. So, das ging ja auch gut weg, der Kram. Bei Horstmann und Sander war das genau das Gleiche, in Grün, ne, nach dem Bruch da. Also ich hab den mit dem Ägypter gemacht, wir saßen den ganzen Tag am Opernplatz rum, haben uns überlegt, was wir machen können.
Und da haben den kleinen Outlet-Store von Horstmann und Sander dann gesehen. So, dachte, der ist uns nur aufgefallen, weil ein schönes Baugerüst vor war. Alles grün, abgehangen. Du siehst gar nichts von dem Laden. Auch um die Ecke rum, Baugerüst, direkt um den Laden drumherum. Perfekt. Bester Sichtschutz, kannst du da drin arbeiten. Die ganze Nacht kannst du da drin machen, in dem Laden, was du willst. So, darfst dich nur nicht beim Reingehen erwischen lassen. So, aber dann sieht dich auch keiner mehr, wenn du da drin bist. Wir uns den ganzen Tag halt überlegt, ob wir das machen. Der Gibt und ich dann vom Oberplatz, als wir das gesehen haben, komm, wir gucken uns das an, rübergegangen, angeguckt, so alles klar, perfekt. Schon eine Scheibe ausgewählt, wo wir dann abends reingehen, so einmal um die Ecke hin, so eine schmale Scheibe. Da ist so eine Einbuchtung von den Scheiben, weißt du, so große Schaufensterscheiben. Und dann ist da keine Unterbrechung durch Beton, sondern einfach nur eine Lücke. So, dann sind hier eine kurze Scheibe und hier und dann kommt wieder eine große. Und die sind ein perfekter Eingang, so eine schmale Scheibe, seitlich eingeschlagen. Selbst wenn du davor stehst, siehst du es noch nicht mal richtig. Du musst da so hingucken, um dann das Loch in der Scheibe zu sehen. Da nachts reingegangen, der gibt da geguckt, ich die Scheibe eingeklatscht, wir reingegangen, alles zusammengepackt. Das ist Goldpfeil, Aigner, MCM, Reisetaschen, Ledergürtel, Maniküresets, Portemonnaies, Schlüsselanhänger, alles richtig toll, schöne Luxusartikel so. Und dann die schönen großen Ledertaschen, brauchst du nicht mal einen Rucksack mitnehmen. Nur Taschen, alles da vor Ort. Alles eingepackt, eingepackt, eingepackt. Und der einzige Grund, warum ich mich eigentlich an diesen Bruch erinnerte, ist dann später die Verhandlung für dieses Ding. Das bin ich nämlich auch für verurteilt worden. Bei der Schadensmeldung waren nämlich noch 50 Lacoste-Regenschirme mit aufgeführt, die wir angeblich noch mitgenommen haben. Stück, weiß ich nicht, 120 Mark oder so oder 90 Mark, keine Ahnung, wie teuer die waren. Aber 50 Regenschirme mit so einem großen Holzgriff, so große Herren-Regenschirme, ne? Alter, wie soll ich die denn tragen? 50 Regenschirme in dieser Größe mit so einem Griff oben drin, wie soll ich die denn transportieren zu Fuß? Das geht doch gar nicht. So ein Quatsch. Außerdem, wer kauft mir denn einen Regenschirm ab? Habe ich gar keine Kunden für so einen Scheiß. so viel, viel zu viel Ware. Das geht auf das Konto von den Geschäftsinhabern. So. Das ist der hier Obolus, den die sich einstecken für die ganze Scheiße, die jetzt gerade passiert. Da muss ein Glaser kommen, Versicherung und dies und das. Und natürlich, die bescheißen alle. Jeder Geschäftsinhaber, den du beklaust, also wo du einen Einbruch startest und richtig viel Ware wegnimmst, der schafft immer noch was an die Seite, was auch angeblich mitgeklaut worden ist. Einfach nur, das ist sein nächster Urlaub. Den bezahlst du, dann, wenn sie dich dafür verurteilen. Ja, und das ist der einzige Grund, warum ich dann noch dran denke. Ich kann sogar das verstehen, dass er sich diese Provision einstecken möchte für all den Stress, der da gerade passiert ist.